Hallo meine lieben Kreativlinge, ja ihr seht schon, ich zeige euch heute endlich einmal mein fertiges Embellishment Album. Wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche, mein Ofen läuft. Ich habe Kartoffelgratteur drin und es muss fertig werden. Deswegen muss der leider laufen. Ja, auf jeden Fall, das Schüttelseite haben wir vorne zusammen gemacht. Ja, das ist halt recht voll, dadurch lässt sich's ein bisschen blöd schütteln. Aber egal. Oh, jetzt fällt mir meine Karte raus. Ja, dann blättern wir mal auf. Da vorne ist die Geburtstagskarte drin. Und noch ein Schüttellineal. Dann hier Schüttelschmetterlinge. Ich habe das auch extra auf Laminierfolie alles gemacht, beziehungsweise habe ich die Seiten laminiert. Dann kann man das nämlich vorsichtig abmachen und kann man das verwenden. Das ist mein Gedanke dazu. Wenn ihr ein Tutorial zu irgendwas sehen wollt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich werde es dann zeitnah versuchen. Dann habe ich hier so Stoffblümchen gemacht. Dazu, glaube ich, habe ich ein Tutorial gemacht. Dazu habe ich, glaube ich, ein Video gemacht. Ja, dann habe ich hier mit so einer Büroklammer, mit einer verzierten, habe ich die Schüttelseite hierhin und habe das, was ich gekauft habe, dahin gemacht. Fand ich süß und halt gerade zum Geburtstag und so, ne? Dann habe ich hier so Schüttelteilchen. Naja gut, das sind jetzt keine Schüttelteilchen, aber ich fand die trotzdem süß. Habe ich hier gemacht. Auch die hier lassen sich relativ leicht vorsichtig ablösen. Dann hier so Regenbogen. Sehr bunt, ne? Ich finde es aber trotzdem cool. Und es hat echt viel Arbeit gemacht. Dann die hier, da habe ich ja auch zu jedem ein Video gemacht. Die finde ich auch so klasse. Muss ich mir immer selber loben. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Zwar nicht zu allem. Ich glaube, die haben ein Video gemacht. Aber das sind die anderen verschiedenen Farben. Dann habe ich hier, ja, Foam Rian. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Blümchen gemacht. Da habe ich kein Tutorial dazu gemacht. Aber wenn ihr mögt, kann ich mal eins machen. Ich weiß aber nicht, wann das... Es dauert zwar nicht lang an sich, die sind halt aber trotzdem recht aufwendig. Und dann habe ich hier noch ein paar Schmetterlingchen gemacht in verschiedenen Farben. Die haben einmal einen weißen Untergrund und den Flügel hier könnte man nach oben biegen. Kann man auch vorsichtig ablösen. Und hier kommt dann noch der Gutscheincode rein. Ich weiß noch nicht von wem. Das überlege ich mir noch, weil ich drehe das jetzt weit voraus oder habe das weit voraus gedreht. Und dann hier noch so, ja, so Swirlies. Ich finde die ja so schön, ne? Dann habe ich gedacht, komm, tust du noch mit reinpacken. Und wie gesagt, da kommt noch eine Karte rein mit dem Gutscheincode. Und ja, ich bin dann mal gespannt, wie es meinen zwei Mädels, die es bekommen, gefällt. Vielleicht mache ich da noch eine Klammer rein. Hat auf jeden Fall eine Menge Arbeit gekostet, muss ich dazu sagen. Hinten habe ich jetzt nichts gemacht. Da werde ich jetzt, naja, vielleicht mache ich da Buchstaben drauf für die jeweilige Person. Das könnte natürlich auch noch, ne? Mal gucken. Aber so an sich ist es fertig. Ich bin froh, weil jetzt kann ich nämlich meine anderen Projekte weitermachen. Weil was man hat, hat man, ne? Ja, das war's. Ich bin dann mal gespannt, wie es euch gefällt. Es macht Spaß, muss ich sagen, zu basteln, weil man halt so vieles machen kann, ne? Und man hofft, trotz, selbst wenn die Person das nicht benutzt, selbst wenn die Person das nicht benutzt, sieht es trotzdem schön aus im Album, ne? Also in dem Ordner. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich habe meinen Text vergessen. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh Gott. Bye, bye.